Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Obduction. In der vergangenen Episode haben wir ganz zum Schluss den Speerstrahl der Mofang scheinbar deaktiviert mit unserem coolen Alien Blaster hier und haben jetzt auch den Weg aus der Kuppel freigemacht. Und wir haben ja diverse Ausgänge. Und noch eine Sache, mir ist beim Schneiden der letzten Folge noch etwas aufgefallen, und zwar hat es mit Farley zu tun, beziehungsweise Farleys Hütte. Dum, 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 dum. Yeah, ich freue mich dann nach draußen zu gehen. Aber erstmal gab es noch eine Sache, die ich gesehen habe, die mir beziehungsweise ins Auge gestochen ist, und da wollte ich nochmal kurz nachgehen. Und zwar es hiermit zu tun. Diesen Projektor. Ah, guck mal. Und wenn wir das jetzt... Das ist ja... Okay, warte. Also entweder... Wir müssen das vielleicht richtig anordnen. So. Diese Höhe dürfte passen. Fast. Und da sehen wir jetzt schon, was... Und das würde ich mir jetzt total gerne mal aufmalen. Das ist ja irre. Gut, also. Wir haben... Was haben wir denn? Da ist... also hier. Hier und hier. Und dann hier. Hier. Das seht ihr jetzt gar nicht, was ich aufmale. Aber ich male das da quasi einfach nur ab. Und weil ich nicht so gut... Ich könnte mir nämlich vorstellen, dass das durchaus etwas zu bedeuten hat. Sonst wäre es hier aber ja wahrscheinlich auch nicht. So, so, so. So, und dann haben wir... etwas nach oben schieben. Ja, ich glaube, am Prinzip ändert sich nicht viel. So, dann kann man das nämlich irgendwie hier, ne? Dann hat man so da so X'e irgendwie. Hier zwischen sind X'e. Und wir haben hier dann die 15 drin stehen. Und jetzt pass mal auf. Keine Ahnung, ob das zu bedeuten hat. Aber... Warte. Markieren das nochmal so. Ja, das passt. Jetzt will ich mal gucken. Das ist jetzt ja quasi, also hier ist die 15 drauf. Da und da. Und das sind ja alles irgendwie durchaus... Warte. So. Ja. Hat sich schon mal gelohnt, finde ich. Hat sich schon mal gelohnt. Vielleicht werden wir da was mit anfangen können. Ich weiß es noch nicht, aber wahrscheinlich schon, sonst gäbe es das ja hier nicht. Ich weiß, jetzt habe ich nur keine Ahnung. Ich würde total gerne, glaube ich, hier irgendwo rausgehen. Oh, warte mal. Wie war das denn?
Was? Ach, wie geil. Hier sind wir jetzt. Abgefahren. Oh, das wird ja... What? Oh, erstmal alles angucken. Natürlich. Kann man... Nein, kann man nicht. Okay. Gut, lass einfach mal gucken. Okay. Jetzt sind wir hier. Wo kommen wir raus, wenn wir da lang laufen? Vielleicht ja dahinter. War hier nicht auch ein Durchgang? Ja. Eine Reihe. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ein Wal. Schieb den Wal. Ding dong. So. Boah. Abgefahren. What? Die Rückseite und auch hier können wir irgendwie mit dem Kart dann scheinbar herfahren. Achso. Ah. Yes. Boah. Ich finde das ja Wahnsinn, das Ding, ne? Aber dann lass doch erstmal. Klack. Runterfahren. Okay. Kommen wir hier runter? Hier nicht. Ah, hier. Also allein diese Welt zu erkunden ist schon ein der absolute Hammer. Selbst ohne Rätsel zu lösen. So, und wie es scheint, kommen wir jetzt in die Tankstelle gleich hinein. Oh, guck mal. Hier können wir wahrscheinlich die anderen Bereiche noch. Garage Downtown. Junkyard Bucket. Okay, hier sehen wir. Hier sehen wir, was wir quasi. Aber den können wir nicht bewegen. Aber den können wir bewegen. Und jetzt ist draußen. Ist ja eine unsinnige Schaltung. Naja, egal. Jetzt haben wir auf jeden Fall
Jetzt hat die Stadt keinen Strom mehr, aber die Garage hat Strom. Alter, was? What? What the? Ach, du ahnst es nicht. Error, okay. Das heißt, wir brauchen dann noch ein Code. Hallöchen. Okay, Arbeitsblatt, Mehrzwecksteuertafel der Willein. Das ist die Steuertafel, die uns die Willein zur Verfügung gestellt haben. Zwar können sie ihre Systeme per Vokalisierung steuern, doch damit auch andere Spezies in begrenztem Umfang Zugriff erhalten, haben sie diese Steuertafeln bereitgestellt. Bei Problemen oder Fragen wende dich bitte an Noah. Vergiss nicht, das Zahlensystem der Willein verbindet die Basis 4. Verbinde die Verdickungen durch Ziehen, um die Ziffern der Willein zu bilden. Ziehe eine Linie zwischen den Verdickungen, um die Verbindung zu lösen. Die Standardtafel besitzt 5 Ziffern, es werden jedoch auch Tafeln mit nur einer Ziffer verwendet. Verwende nur die erste Ziffer, um eine Tafel mit nur einer Ziffer zu simulieren, 0 bis 3. Bei allen Tafeln werden falsche Einträge automatisch korrigiert. Okay. Das heißt, 1, 2, 3 zur Basis 4, 0, 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, so. Probieren wir mal. Also. Okay. Ohne direkte Aufgabe ist es aber wahrscheinlich eher schwierig, hier eine Lösung zu finden. So, was haben wir denn hier? Ruhe. Are you in trouble? Need help? Call 155. Help you. 435. 7, 9, 6, 8. 1, 5, 5, 5. We can help. Kenway, Wilhelm and Bay Law Office. Free consultation, auto accidents, slips and falls, all other injuries. So. Guck mal. Clear. 4. 4. 3. 5. 7. 9, 6, 8. Ah, ist zu lang. 4, clear. 7, 9, 6, 8. Clear. 7, 9, 6, error. Okay. Dann bleibt noch 4, 3, 5. Enter. Und witzig gerade hat mein Handy vibriert. Ah. Ah. Okay. Das ist das Pult zum 435. Ach nee, das kann ja gar nicht richtig sein. Geht ja maximal von 0 bis 3. Okay. Habe ich jetzt auch verstanden. So, was haben wir denn? Ach du blödes Ding. Guck mal. Also langsam schalten wir uns hier alle Zuwegungen frei. Dann kommen wir auch jetzt da hinten irgendwie hin. Das heißt, wir müssten nur auf der gegenüberliegenden Seite oder so ungefähr, funktioniert das ja, sehen, dass wir da irgendwie durchstapfen und dann, so, was haben wir denn jetzt hier erstmal gemacht? Achso, jetzt hat alles Strom.
Na cool. Na, das finde ich ja mal cool. Warte mal, da ist ein Telefon. Also 4, 3, 5, 7, 9, 6, 8. Schade. Oder müssen wir 1, 5, 5, 5, 4, 3, 5, 7, 9, 6, 8. Schade. Ich hatte gehofft, dann würde was passieren. Ah, okay. Und ich kann mir vorstellen, wie wir da vielleicht sogar hinkommen. So. Zum Glück müssen wir uns nicht darum kümmern, dass der Strom irgendwie am Laufen bleibt. Aber erstmal die Frage. Doch, wahrscheinlich muss ja. Vielleicht. Ja, müssen wir nicht. Gut, aber wir können schon mal relativ viel der Insel jetzt sehen. Ach, wir kommen hier gar nicht links raus, ne? Sondern. Ja, doch, vielleicht ein bisschen. Und glücklicherweise haben wir das Ding zugehabt. Ha, das hätten wir jetzt den ganzen Weg nochmal loslaufen müssen. Bam! Und kommen wir jetzt zum Turm? Ich glaube schon. Ja! Wir kommen zum Turm. Irgendetwas Wichtiges scheint hier an diesem Turm zu sein. Was es ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage, macht's gut und bis denn, euer Herr Jadjad. Ciao.